Thank you.
Meine Damen und Herren, das war noch einmal Tango zwischen Trend und Tradition, Orchestra Tipico 6-7-6. Inzwischen ist auch Bundesrat Christoph Blocher zu uns gestoßen. Ich möchte ihn herzlich begrüßen, zusammen mit seiner Frau Silvia Blocher. Wir freuen uns, dass er hier ist, und wir werden später noch von ihm hören. Bei mir ist jetzt Heinz Littke, der Geschäftsführer von Esprit, den Sie alle schon kennengelernt haben oder bereits schon länger kennen. Wir haben Vreni Spörri gehört heute Morgen. Sie hat gesagt, es gibt verschiedene, viele Wirtschaftspreise. Das versinnbildlicht am besten eine Doppelseite aus dem Cash, die alle Preise aufgelistet haben, die in den nächsten Monaten verliehen werden. Also eine ganze Menge, kaum ein Monat vergeht, kaum eine Woche vergeht, wo kein Preis verliehen wird. Wieso braucht es jetzt ausgerechnet diesen Business Prize Excellence auch noch, Herr Littke? Ja, also man kann das von zwei Seiten aus ansehen. Man kann es bedauern, dass man keinen Überblick mehr hat und niemand mehr weiß, welcher Preis welcher ist. Aber man kann das als Chance sehen, das machen wir, dass man als Preis sich zum wirklichen Top-Preis der Schweiz entwickelt, zu dem Preis, auf den alle die schlussendlich hinzielen. Diese vielen Preise, die möchte ich hier nicht kritisieren. Ich finde, das ist sogar eine positive Entwicklung. Die haben ja alle ein Ziel, jemanden dazu animieren, besser zu werden. Und sie decken viele Einzelaspekte ab. Einzelaspekte der Unternehmensführung, der Wissenschaft oder was auch immer. Sie sagen Einzelaspekte. Interessanterweise ist ja aber auch festzustellen, dass gewisse Organisatoren sich jetzt zusammenschließen und von diesen Einzelpreisen einen großen Preis machen. Lohnt sich da also Ihr Alleingang überhaupt noch? Also ich suche nicht den Alleingang. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man interessante Zusammenarbeiten oder lose Zusammenarbeiten kreieren könnte, zum Beispiel von diesen verschiedenen Regionalpreisen, die jetzt da vergeben werden, die sich nachher bemühen, sich um den Esprit zu bewerben. Das findet bereits schon statt. Wir haben bereits die ersten Preisträger, die sich bei uns beworben haben. Das könnte man vielleicht noch ein bisschen organisieren. Aber wir haben ja von Herrn Brandes gehört, man solle nicht zu komplex und kompliziert werden, sondern dezentral. Und wenn sich das so entwickelt, ist es auch gut. Jetzt gibt es ja aber nicht so viele Bewerber für diesen Preis, weil er irgendwie immer noch ein bisschen ein elitäres Image hat. Ist das ein Handicap? Also wenn Sie mit elitär meinen, hochstehend, anspruchsvoll, dann ja, ist es elitär. Also drehen Sie jetzt ins Aber Positive. Nicht der Preis, sondern es sind die Unternehmen, die den Preis gewinnen, die sind elitär. Vielleicht fragen Sie mich noch danach, aber die durchlaufen einen ziemlich harten Ausleseprozess, ein Rating, ein ganz kritisches. Und wenn Sie das erreicht haben und diesen Preis gewinnen oder den Award, dann kann man das im besten Sinne des Wortes als elitär bezeichnen. Sie haben es angetönt, die große Frage bei diesen Preisen ist ja immer, wer nimmt für sich die Kompetenz in Anspruch zu entscheiden, was überhaupt gut ist, wer überhaupt einen Preis verdient, wer sind hier beim Esprit die Königsmacher, die sogenannten? Also das Wort gefällt mir nicht so, denn die Königsmacher sind eigentlich die Firmen, die gewinnen. Das sind die Könige, denn sie haben bewiesen, dass sie sich auf den Markt ausgerichtet haben und Erfolg gehabt haben. Aber vielleicht sollte ich ein paar Worte zu diesem Prozess, den ich schon erwähnt habe, sagen, wie der abläuft. Eigentlich sind es 5 Stufen. Oh, haben wir so viel Zeit? Ich bemühe mich ganz kurz zu sein. Die Bewerber beschreiben ihr Unternehmen auf 75 Seiten, basierend auf dem EFQM Excellence Modell. Ich gehe jetzt nicht in den Fachjargon. Das ist ein Modell, das auch an den Universitäten Eingang gefunden hat. In Luzern können Sie ein Nachdiplomstudium in Business Excellence machen, die dieses Modell verwenden. Er beschreibt sich auf 75 Seiten, 32 Subkriterien in alle Details. 50% des Beschriebes sind: Was sind wir für eine Firma? Was sind unsere Visionen? Wie arbeiten wir als Management? Was sind unsere Ziele, unsere Strategie? Wie setzen wir die um? Mit welchen Prozessen? Wie managen wir die Ressourcen? Und die anderen 50%, was schaut dabei heraus? Dieses ganze Modell ist ausgerichtet ganz stark auf den Kunden. Die höchste Bewertung bei den Resultaten kriegt die Kundenloyalität und Kundenzufriedenheit, die abgefragt werden muss, die bewiesen werden muss, mit ständig positiven Trends. Weiter wichtig ist sozusagen als Vorlaufindikator für den finanziellen Erfolg, wie zufrieden und motiviert sind die Mitarbeitenden.
Und das Dritte, ist dieses ein anständiges Unternehmen, das in dieser Gesellschaft sich richtig bewegt und richtig verhält? Also die Umwelt nicht verschmutzt, sozial nicht aus dem Raum. Und da gibt es dann Feldstudien sozusagen. Das Unternehmen zeigt uns dann, was sie selber herausgefunden haben über sich. Und dann schlussendlich kommt das Wichtigste, ob das Unternehmen auch finanziell erfolgreich ist. Entscheidend ist dabei, dass das nicht ein Einmalmoment ist, eine Momentaufnahme, sondern die Bewerber, die müssen uns beweisen, dass sie über Jahre positive Trends in diesen kritischen Faktoren gehabt haben, dass sie diese Trends auch so geplant haben, also die Ziele, und wie sie sich mit diesen Resultaten gegenüber ihren wichtigsten Konkurrenten stellen. Und am Schluss kommt die Jury zusammen und schaut an und entscheidet dann, wer der Beste war. Noch nicht. Wenn Sie da beschrieben haben, dann kommt ein Team von Experten, das wir jedem Bewerber zuteilen. Das ist beim kleinen Bewerber sind das 4, beim großen sind es bis zu 8. Da schaut jeder selber durch diese ganze Dokumentation, schreibt sich zu allen 32 Subkriterien, was er für Stärken und Verbesserungspotenziale findet, macht eine Benotung nach Punkten. In einem dritten Step kommen alle zusammen in einem Team, in einem intensiven Ganztageskonsensmeeting kristallisieren sie heraus, was sind die wesentlichsten Punkte. Und wenn dann der Bewerber ein bestimmtes Niveau, Punkteniveau erreicht hat, geht es noch einen Schritt weiter, nämlich zu einer Vor-Ort-Untersuchung bei ihm zu Hause. 2, 3, 4, 5 Tage, je nach Größe. Wenn er es nicht erreicht hat, kriegt er einen Report mit all diesen Erkenntnissen. Wenn er weiterkommt, dieser Vor-Ort-Besuch, dann gibt es vielleicht eine Korrektur zu dem, was er geschrieben hat. Und dann geht dieses ganze Wissen mit einer Empfehlung an die Jury. Und die entscheidet nun aufgrund all dieser Unternehmen, die diese Hürden übersprungen haben, welche dieser Unternehmen, die diesen Weg geschafft haben, sind jetzt Finalisten, haben es zu einem Preis geschafft oder sind sogar ein Award-Winner, ein Unternehmen, das in vielen Bereichen Vorbildcharakter hat. Gut, also ein langwieriger Prozess, den man aber sich genauer anschauen kann, wenn man Interesse hat an diesem Modell. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass auch Sponsoren eigentlich Preise gewinnen können. Ist da nicht ein gewisser Interessenskonflikt vorhanden? Also Sponsoren sind Firmen und Firmen arbeiten, um Erfolg zu haben. Und die meisten Sponsoren arbeiten mit diesem Excellence-Modell und sind selber auf dem Wege. Soll man ihnen das zum Vorwurf machen? Also Spaß beiseite, ich habe auch schon gehört, dass zum Beispiel letztes Jahr, als die Suva einen Preis für Kundenorientierung bekommen hat, ob es da wohl irgendeinen Grund habe, dass die Suva den Preis kriegt, weil sie jetzt Sponsor ist. Ich kann Ihnen nur sagen, ich bin nicht in der Jury, das ist Gewaltentrennung, aber ich weiß, dass die Jury einen Sponsor eher doppelt so kritisch anschaut als jeden anderen, genau um diesen Vorwurf nicht ausgesetzt zu sein. Da kommt aber ein anderes Stichwort noch ins Spiel. Es fällt auch auf, dass rund um diesen Preis auch viele, sagen wir, halbstaatliche oder staatliche oder quasi Monopolisten involviert sind. Wir haben bei den diesjährigen Finalisten zum Beispiel die Post dabei, die ja auch viele Kunden vor den Kopf gestoßen haben wegen des Abbaus des Netzes. Warum sind diese staatlichen oder halbstaatlichen Betriebe dabei? Ist das nicht auch ein bisschen heikel? Also ich finde das jetzt toll. Als wir den Esprit gegründet haben, vor 7 Jahren, haben wir den Esprit gegründet, um die Wettbewerbsfähigkeit anzukurbeln, Impulse zu geben, vor allem mit Blick auf die KMUs in diesem Lande. Und plötzlich haben wir festgestellt, dass große Unternehmen kommen. Und plötzlich stellen wir fest, dass sogar staatliche Unternehmen sich auf den Weg gemacht haben. Und da machen Sie keinen Unterschied, wer unter welchen Bedingungen wirtschaften muss. Überhaupt nicht. Das heißt, wir betrachten das Geschäftsmodell des Bewerbers, ob das nun ein staatlicher Betrieb ist, ein Spital ist, eine Non-Profit-Organisation. Und demzufolge werden die Resultate entsprechend angeschaut. Aber im Prinzip gelten dieselben Prinzipien des ganzen Modells, die Ausrichtung auf den Kunden, eine hohe Effizienz, eine hohe Selbstständigkeit und ein großes Engagement der Mitarbeitenden. Alle diese Dinge, die wir heute Morgen gehört haben. Also der Herr Würth, der könnte eigentlich den Esprit erfunden haben, denn alles, was er gesagt hat, ist in diesem Modell drin. Jetzt sind diese Preise ja auch immer sehr gut, um sie irgendwo bei einem Eingang an die Wand zu hängen oder schön zu präsentieren. Gibt es hier irgendeine Kontrollinstanz, die dafür sorgt, dass der Esprit nicht einfach gute PR ist, sondern dass auch eine Nachhaltigkeit garantiert werden kann?
Also wir sind keine Zertifizierungsagentur, die jetzt sicherstellt, dass dieser Bewerber mit seinem Preis über die nächsten 10 Jahre diesen Preis immer noch verdient. Er verdient ihn heute, nachdem wir ihn geprüft haben. Wenn er jetzt die Zügel schleifen lässt und sich zurücklehnt, selber schuld. Ist er selber schuld. Das ist nicht mehr unsere Aufgabe, möchte ich mal sagen. Aber es läuft anders. Es gibt Unternehmer, die zuerst sich mal melden und die erscheinen gar nicht hier. Wir geben ja die Namen nicht bekannt, wer teilnimmt, damit die sich nicht etwa genieren müssen, ne, wenn sie nicht gewinnen. Da kommen die in 2 Jahren wieder, plötzlich sind sie Finalisten. Die kommen wieder und werden Gewinner oder Awardwinner. Das haben wir schon gehabt in Stufen. Und einige von denen gehen auch nach Europa und bewerben sich um den europäischen Award. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir sehr streng sind in der Schweiz, weil alle, die sich hier einen Preis oder Award verdient haben, haben praktisch das Gleiche auf europäischem Niveau geholt. Und das ist dann wirklich eine knallharte Auslese. Also mit anderen Worten, ich will nur sagen, ich denke, wer durch diesen Prozess geht, der kann sagen, ich gehöre zu den qualitativ hervorragenden Unternehmen, zu den exzellenten Unternehmen, vor allem der Award, aber auch schon die Preise. Und das ist nicht ein Gefälligkeitspreis, den wir so geben. Der Markt ist auch nicht gefällig, die Kunden sind nicht lieb, also sind es wir auch nicht. Wir prüfen wirklich, sind Fakten vorhanden, die zeigen, dass das, was der Kunde uns erzählt, das auch stattgefunden haben, dass das die Kunden so empfinden, die Mitarbeitenden und dass sich das auszahlt. Genau, also das, was jedes Unternehmen will. Genau diesbezüglich habe ich gerade vor etwa einer Woche noch eine Kritik gelesen. Professor Rüthimann, er sitzt im Vorstand des Fachbeirates für Innovationsmanagement der Zürcher Wirtschaftshochschule. Er hat gesagt, er halte gar nichts von all diesen Preisen. Wenn man die Unternehmen, KMU, Start-up-Firmen fördern möchte, dann brauche es einfach weniger Preise in diesem Land, sondern mehr Plattformen für Austausch. Was würden Sie ihm sagen, wenn er jetzt hier wäre? Also ich finde es schade, dass er in diesem Ausschuss sitzt, nicht heute hier, sondern sehr, was wir für eine tolle Plattform wir haben, dass sich da 1200, 1300 Leute treffen zum Gespräch oder Networking, dass sie angeregt werden durch das, was sie sehen an diesen Preisträgern und Awardwinners. Und ich könnte ihn gerne einladen und zeigen, wie viele aufgrund eines solchen Anlasses hier bereits nach 7 Jahren auf diesem Weg sind und wie viele schon hier Gewinner worden sind, die bei der ersten Stunde dabei waren. Also da kann ich ihm eigentlich nicht folgen. Selbstverständlich genügen Preise nicht, um Erfolg zu haben. Dies allein nicht. Aber die Botschaft dieses Preises ist, und darum wird er auch von so vielen Leuten unseres Patronates unterstützt und den Sponsoren. Die Botschaft ist, liebe KMUs, schaut mal her, da gibt es Wege, die kann man gehen. Die haben eine gewisse Systematik, da verliert man sich nicht, da kann man sich dran orientieren. Gehen muss man ihn allein. Fit sein muss man selber werden, das kann man nicht delegieren. Wäre schön, da wäre ich schlanker, wenn ich das delegieren könnte. Aber die Aufgabe ist es, darauf aufmerksam zu machen und ihnen die Gelegenheit zu geben, in diesem Prozess mitzumachen. Der wichtigste Nutzen, den ein Bewerber hat hier, ist dieser Prozess, was er lernt über das, wie sein Unternehmen, wie es im Momentan steht. Also, dass er lernt, wo sind meine Schwächen, was kann ich verbessern. Das ist der größte Nutzen. Klar, wenn er dann hier steht, kann er sich nachher nicht mehr retten von Leuten, die mit ihm reden wollen, warum er so gut war. Das werden wir gleich sehen. Sie müssen so zart streiten. Ich ziehe mich zurück. Heinz Littke, vielen Dank. Sie haben noch zu tun. Danke vielmals, Frau Wille. Ja, meine Damen und Herren, nun wird es wirklich spannend. Die Schleier lüften sich. Sie möchten wissen, wer sind jetzt wirklich diese Preisträger und diese Award-Winners. Und lassen Sie sich überraschen. Ich darf jetzt unseren Ehrengast zu mir auf die Bühne bitten. Herr Bundesrat Blocher, darf ich Sie einladen, zu mir zu kommen? Nun begrüße ich den Präsidenten unserer Jury, Herrn Professor Dr. Fritz Farni. Herr Professor Farni, darf ich Sie auch auf die Bühne bitten? Applaus
Professor Fahni hat eine ganz besondere Beziehung zu diesem EFQM Excellence Modell, das ich erwähnt habe, das diesem Preis zugrunde liegt. 1989 haben 12 führende Unternehmen in Europa, also die CEOs dieser Unternehmen, entschieden, dass sie eine Bewegung gründen wollen, um die Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu verbessern. Unter diesen 12 Firmen waren 3 Schweizer Unternehmen und einer der CEOs eines solchen Unternehmens war Herr Professor Fahni. Also Sie sehen, ein Mann der ersten Stunde und keiner besser berufen als Präsident unserer Jury. Herr Professor Fahni, darf ich Ihnen das Wort übergeben? Danke. Ja, meine Damen und Herren, die Frage wurde gestellt, was bringt ein Preis, insbesondere ein Qualitäts- oder ein Business Excellence Preis? Der bedeutet wenig für denjenigen, der hier steht. Aber eines haben die Preise voraus. Sie mobilisieren das Unternehmen, die Unternehmen, die sich melden dafür, in einer ungeahnten Weise. Das können Sie mit keinem professoralen, universitären Netzwerk auch nur annähernd erreichen. Die Leute holen Sie mit Preisen, wie in der Formel 1, das Gewinnen oder der Podestplatz. Nun, die Jury stand wiederum vor der Herausforderung, aus guten Unternehmen die besten auszuwählen. Den Prozess hat Ihnen Herr Licke bereits beschrieben, das war die Vorarbeit. Und aufgrund dieses Prozesses und vielen Gesprächen hat die Jury entschieden, es werden 2 Esprit-Preise und nach einjährigem Unterbruch wieder ein Esprit-Award verliehen. Nun, bei den Preisen handelt es sich um die Anerkennung von hervorragenden Leistungen in ausgewählten Aspekten des umfassenden Anforderungsprofils an erfolgreiche Unternehmen. Beim Esprit Award geht es um die Anerkennung einer umfassenden Unternehmensleistung auf Weltklasse-Niveau. Oder anders ausgedrückt, die Esprit-Preise sind oftmals wichtige Meilensteine auf dem Weg zum umfassenden Esprit Award. Sie sind Anerkennung und Ermunterung zugleich. Nun, ich freue mich, Ihnen den ersten Preisträger aus der Kategorie Klein- und Mittelunternehmen ankündigen zu dürfen. Die Jury vergibt den Esprit-Preis für Mitarbeiterentwicklung und Beteiligung an Maxwell Technologies in Reims. Dieses Unternehmen ist seit Jahren auf dem Weg zur Business Excellence. Das Unternehmen hat bereits einmal an diesem Wettbewerb Esprit teilgenommen. Damals, gehörte noch nicht zur Maxwell-Gruppe, reichte es noch nicht zu einer Auszeichnung. Aber auf der Basis der damals erstellten detaillierten Feedback-Anerkennung wurden konsequent Verbesserungen eingeführt und auch umgesetzt. Wie Sie sehen, hat sich diese Anstrengung gelohnt. Beeindruckt hat die Jury, wie die Unternehmensleitung trotz zwischenzeitlichem Verkauf und Umbau des Unternehmens eine Kultur des persönlichen Engagements für umfassende Unternehmensqualität, also eben für Business Excellence, bei allen Mitarbeitenden aufrechterhalten und ausbauen konnte. Ich gratuliere und bitte den Direktor des Unternehmens, Monsieur Alain Riedo, zur Anerkennung des großen Erfolges auf die Bühne zu kommen. Wow. Mesdames, Messieurs, c'était une sacrée semaine pour nous. Lundi, à Berlin, nous avons pour la deuxième année consécutive été nominés meilleur fournisseur par Siemens. Wow. Bravo. Et aujourd'hui, ce prix Esprit. Et tout ça n'aurait pas été possible
sans mes collaboratrices et collaborateurs qui sont là-haut, que je félicite et sans qui on ne serait pas arrivé là, et c'est avec eux que j'ai envie de continuer à progresser. Je sais que vous êtes tous très fiers en ce moment, et vous avez bien raison, moi aussi, on forme une sacrée boîte. Bravo tous. Wir kommen zum zweiten Preisträger aus der Kategorie KMU. Die Jury vergibt den Esprit-Preis für Innovation mit Partnern und kontinuierlichem Lernen an die POM Consulting AG Zürich. Dieses Unternehmen ist geprägt durch Innovation. Die Entstehung dieser Jungfirma, also heute würde man neudeutsch sagen einem Start-up, ist das Ergebnis eines innovativen Projektes. Das Geschäftsmodell basiert auf einer engen Zusammenarbeit mit Partnern, vor allem mit der ETH in Zürich. Die Gründer dieser Firma haben 1996 einen neuen Markt geschaffen und sind darin Marktführer. Wir waren beeindruckt, wie dieser Preisträger sich dem Lernen und der ständigen Verbesserung widmet und damit hervorragende Ergebnisse erzielt. Ich gratuliere und bitte nun den Geschäftsführer des Unternehmens, Herrn Dr. Peter Staub, zur Anerkennung des großen Erfolges auf die Bühne zu kommen. Ja, da bin ich fast sprachlos. Ich bin sehr stolz, sozusagen als Accessoire der Firma Pomplus diesen Preis übernehmen zu dürfen. Der Aufbau einer Jungunternehmung bis zum Esprit-Finalist und sogar Preisträger war ein hartes Stück Arbeit. Und das wäre nie gegangen ohne mein geniales Team, das Sie sicher dort hinten schon gesehen haben. Ich danke der Geschäftsleitung und jedem einzelnen Mitarbeiter für den außerordentlichen Einsatz in all diesen Jahren und den Willen, Bestleistungen zu bringen. Ich danke insbesondere auch unseren Verwaltungsräten, Herrn Dr. Gruber von Luzern und Herrn Professor Schalcher von der ETH Zürich, für die strategische Führung unserer Unternehmung seit Beginn weg und für die Stabilität in diesem Bereich. Ich möchte auch insbesondere unseren Kunden danken. Es sind viele unserer Kunden hier. Kunden, die uns als Partner betrachten, wie auch wir sie als Partner betrachten, bedeutet uns nichts mehr als ein Lob von einem Kunden, einem begeisterten Kunden. Und schlussendlich, last but not least, danke ich allen unseren Angehörigen, Partnerinnen, Partnern, Kindern, Eltern etc., die dafür sorgen, dass wir am Wochenende und am Abend unsere Batterien wieder aufladen können und Bestleistungen erbringen. Danke. Nun zum umfassenden Esprit Award. Auch dieses Jahr widerstand die Jury vor der Frage, ob einer der Finalisten, Sie haben die sechs gesehen, den sehr hohen Anspruch eines Award-Winners erfüllen würde. Die Messlatte liegt hoch, wie im Rennsport bei der Formel 1. Bisherige Esprit Award-Winner erreichten anschließend bei den europäischen Wettbewerben ebenfalls Preis- und Awardplätze. Also das heißt, die schweizerische Esprit-Auszeichnung ist demzufolge europäische und sogar weltweite Spitzenklasse. Nun, meine Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, Ihnen als Award-Winner ein Unternehmen bekannt zu geben,
das in einer traditionsreichen Branche tätig ist und trotzdem eine Innovation mit großem Vorbildcharakter darstellt. Es gehört ebenfalls zur Kategorie der KMUs. Die Jury vergibt den Esprit Award an die Lernzentren Lehrlinge für die Wirtschaft. Wir hatten gar keine Gelegenheit mehr, ein zweites Mal den Geschäftsführer vorzustellen, Herr Dr. Andreas Rüegg. Ganz herzliche Gratulation. So, jetzt gebe ich Ihnen noch ein paar Minuten oder Sekunden Zeit für die letzten Schnappschüsse. Fürs Album, die Enkel eines Tages werden den Großvater bestaunen. Sehr schön. Früher wurde der Film fertig, heute dauern die Chips viel länger. Vielen Dank. Bitte gehen Sie wieder auf Ihre Plätze, aber den Awardwinner behalten wir hier. Den lassen wir nicht gehen. Ja. Meine Damen und Herren, ein schöner Moment. Erfolgreiche Leute, erfolgreiche Unternehmen und Mitarbeitende, die das alles möglich gemacht haben. Ich glaube, wir lassen den Award-Winner nicht einfach so verschwinden, sondern Sie möchten wahrscheinlich mehr erfahren über seinen Weg, den er gegangen ist. Sie möchten vielleicht hören, was seine Mitarbeitenden dazu sagen und wie er es geschafft hat, dahin zu kommen. Schauen wir und hören wir zu. Als ich im Internet die Seiten der Lernzentren gefunden habe, bin ich da noch schnuppern, habe mich da angemeldet. Und für mich hat das einen ziemlich positiven Eindruck gegeben, weil ich gerade an die Maschine gehen konnte und dort auch Style drehen konnte. Ich bin seit mehr als ein halbes Jahr hier in den Lernzentren eingestellt. Und ich bin eigentlich zu den Lernzentren gekommen, weil ich finde, es ist eine recht gute Grundausbildung. Im August habe ich angefangen als Konstrukteur hier in den Lernzentren. Und ich finde, es sollte jeder hier anfangen, die Lehre. Man kann sehr selbstständig arbeiten, sich selber Sachen beibringen, selber lernen. Ich bin Automatikerin aus dem Lernzentrum. Ich arbeite in dieser Firma seit August. Ich bin jetzt im ersten Lehrjahr. Mir gefällt es da besonders, weil ich mit Gleichaltrigen zusammenarbeiten darf und weil wir uns so ziemlich gut zusammen unterstützen können. In den ersten zwei Monaten bin ich nicht nur von der Ausbilderin oder von der Hauptbetreuerin eingeführt worden, sondern auch von Lehrlingen. Das heisst, dass das Lernzentrum uns viel Vertrauen anbietet und Freiheit lässt. Wir arbeiten sehr viel produktiv. Beim Drehen, Fräsen, alles Mögliche. Was ich auch sehr wichtig und gut finde, ist, dass man ein gutes Verhältnis zu den Ausbildern hat. Man kann ein grosses Vertrauen in sie stecken. Sie schauen auch, dass es einem immer gut geht. Sie bemerken es eigentlich auch, wenn es einem nicht so gut geht. Ich könnte die Firma weiterempfehlen, weil ja, es gefällt mir da. Ich bin in diesen drei Jahren nicht nur in einer Abteilung tätig, sondern ich wechsle jede sechs Monate die Abteilung. Das finde ich ist sehr gut, weil ich dann Erfahrungen sammle, um später einen Job finden in der Zukunft. Das finde ich toll an den Lernzentren. Es macht sehr Spass und darum arbeite ich auch hier. Was mich am meisten freut, sind für die, dass ich gute vier Jahre in dieser Firma habe.
Die Grundausbildung in den Lernzentren wird in einem marktnahen Umfeld prozessorientiert vermittelt. Die Berufslernenden bilden Kleinunternehmen und wickeln Kundenaufträge ab von A bis Z. Häufig arbeiten dabei verschiedene Kleinunternehmen zusammen und managen die Schnittstellen im Auftragsprozess selber. Am Anfang steht die Planung und Konstruktion. Ein zweites Kleinunternehmen ist für die mechanische Fertigung und Montage besorgt. Ein weiteres Team ist für die elektrische Verdrahtung verantwortlich. Selbstständigkeit, flexibles und schnelles Reagieren auf Kundenwünsche, Einhalten von Terminen, der Umgang mit Kostendruck, Kommunikation im Team und mit dem Kunden bis hin zu professionellem Verhalten am Telefon, die Abwicklung von Aufträgen bietet eine Fülle von Gelegenheiten, sich die Fähigkeiten anzueignen, die später von den Berufsleuten verlangt werden. Die Schwerpunktausbildung findet bei einer der 60 Mitgliedfirmen der Lernzentren statt. Hier tragen die Berufslernenden zur Wertschöpfung der Firma bei und vertiefen die in der Grundausbildung erworbenen Fähigkeiten. Hier legen sie auch ihre praktische Abschlussprüfung ab in Form einer individuellen Produktivarbeit, der IPA. Die AVB Schweiz legt grossen Wert auf die Lehrlingsausbildung. Wir sehen darin einen wichtigen Beitrag für die Zukunft der Schweizer Wirtschaft und der AVB. Die Lernzentren, die die AVB 1996 gegründet hat, bilden Lehrlinge nach den Bedürfnissen der Wirtschaft und Industrie aus. Der Lehrling von heute muss im Arbeitsmarkt proaktiv und selbstständig auftreten können und in der Lage sein, sich auch nach der Lehre laufend weiterzubilden. Die sehr praxisbezogene und professionelle Berufsausbildung, die die Lernzentren anbieten, bildet für das eine sehr gute Basis. Wir von der Firma Bombardier sind stolz, dass wir als Kernmitglied die Lernzentren unterstützen dürfen. Wir haben eine grosse Tradition im Ausbilden von Lehrlingen und wir brauchen dringend gut ausgebildete, qualifizierte junge Mitarbeiter. Die Lernzentren machen einen hervorragenden Job in der Ausbildung dieser Lehrlinge. Sie sind bestens vorbereitet für das Berufsleben. Das ist natürlich einerseits die Grundausbildung, das ist sehr wichtig. Aber auf der anderen Seite, und das denke ich ist noch viel wichtiger, sie denken lösungsorientiert, sie sind flexibel und kreativ, sie können im Team arbeiten. Sie haben das Durchhaltevermögen und vor allem, sie sind bereit, zu lernen für das ganze Leben. Als wir uns bei der Ola Meyer AG vor einigen Jahren entschieden haben, wieder Lehrlinge auszubilden, haben wir gemerkt, dass das eine anspruchsvolle Aufgabe ist. Wir haben einen Partner gesucht und haben dann wieder Lernzentren gefunden. Die Lernzentren haben uns überzeugt, wie sie neben der fachlichen Kompetenz auch Methodik und Sozialkompetenz schulen bei diesen jungen Leuten. Neben den Sachen, die sie für uns übernehmen, ist es auch gut, dass sie uns bei der Rekrutierung unterstützen und dass wir, sollten wir später mal Probleme haben in der Ausbildung, einen Ansprechpartner haben, der viel Erfahrung mit diesen jungen Leuten auszuweisen hat. Ich habe im August 2000 meine Lehre als Automatiker mit Lernzentren angefangen. Ich hatte zwei interessante Lehrjahre in der Grundausbildung. Im vierten Lehrjahr bin ich nach Flensburg gekommen, zu den ABB Semiconductors. Ich arbeite seitdem im Messgerätebau und habe die Möglichkeit, nach der Lehre weiterhin zu bleiben. Ich bin jetzt fest angestellt. Meine Damen und Herren, die Musikantinnen und Musikanten, die Sie im Beitrag übrigens gesehen haben, das ist die ABB Lehrlingsmusik, eine Ad-Hoc-Formation, die, so liegt in der Natur der Sache, jährlich erneuert, ausgewechselt, ausgetauscht wird. Lehrlinge gehen, andere kommen. Die Musikantinnen und Musikanten sind dann zu hören. Am Schluss dieses Tages, wenn Sie einen Aperitif genießen, sind Ihre Lehrlinge da und werden uns noch ein bisschen unterhalten. Herr Rüegg, Ausbildung, Lehrlingsausbildung als Unternehmen, das war ja quasi ein Paradigmawechsel. Wie haben Sie hier den Kulturwandel auch in den Köpfen der Mitarbeitenden hingekriegt? Vor allem braucht es lange, da muss man sich nichts vormachen. Das war wirklich ein riesen Kulturwandel.
Aber ich denke, wir haben ja von Anfang an gesagt, wir wollen wirklich unternehmerisch sein. Und wir haben das, ein Riesenschritt war, als wir begonnen haben, die Lehrlinge vom ersten Tag der Lehre an in kleine Unternehmen einzuteilen. Kleine Unternehmen, die wirklich Kunden finden müssen, echte Kunden, Aufträge abwickeln müssen. Und durch diesen Mechanismus wurde es eigentlich sehr offensichtlich, wir brauchen Kunden. Vorher, das Wort Kunde gab es praktisch nicht in der Ausbildung. Aber jetzt ist klar, wir brauchen Kunden, die bringen Geld. Und wenn wir keine Kunden haben, wurde es offensichtlich, dass das Geld nicht da ist. Und wo konkret haben Sie sich aber die Zähne ausgebissen in diesem Prozess? Ja, die Zähne haben wir uns primär daran ausgebissen, dass wir keine Ahnung hatten. Wir wussten ja nicht, wie geht man mit Kunden um, wir wussten nicht, wie macht man Marketing, wir wussten nicht mal, wie man sinnvolle Preise macht. Das waren dann die Dinge, wo man plötzlich realisiert hat, das müssen wir jetzt tun, aber wir wissen eigentlich gar nicht wie. Und dann haben eigentlich, und ich denke, das war eine riesengroße Leistung, haben die Mitarbeiter der Lernzentren selbst das gemacht, was sie von den Lehrlingen verlangen. Sie haben nämlich selber gelernt, wir müssen neue Fähigkeiten erwerben, wir müssen etwas tun, was wir bis jetzt nicht konnten. Jetzt gehen wir es mal an. Jetzt ist ja das Interessante, dass quasi eine Geld-Zurück-Garantie besteht. Also wenn eine Firma mit einem Lehrling dann nicht zufrieden ist, kann er ihn zurückschicken und sagen, das haben wir nicht gewollt. Passiert das häufig? Also, erstens ist es keine Geld-Zurück-Garantie, es ist eine Lehrling-Zurück-Garantie. Kommt nicht das Gleiche raus. Geld zurück heißt Produkt zurück, ich will das Geld. Bei uns heißt es, Lehrling, wenn es wirklich nicht funktioniert, kommt zurück, kriegt den anderen Lehrling. Es kommt sehr selten vor, weil wir ja nichts anderes tun als Lehrlinge ausbilden. Wir wissen, wir haben eine riesen Erfahrung und wenn sich Probleme abzeichnen, und wir sind sehr sensitiv auf diese Zeichen, dann setzen wir zuerst alles ein, um das Problem zu lösen. Und nur wenn es wirklich nicht geht, dann gibt es die Möglichkeit. Aber das ist genau das Interessante. Sie sagen, es sind Menschen, andere Firmen, die handeln mit Produkten oder Dienstleistungen. Sie haben mit Menschen zu tun, wo viele Faktoren dazukommen. Inwiefern ist das auch ein Risiko, ein Handicap? Also ein Handicap ist es auf keinen Fall. Also ich denke, umgehen mit Menschen zu helfen, sich zu entwickeln, das ist nie ein Handicap. Dass es manchmal schwierig ist und dass ich heute Morgen mit sehr viel Interesse gehört habe, wie der Herr Würz für Einfachheit plädiert hat und ich mich doch immer wieder fragen musste, ja so einfach ist unser Business und der Umgang mit Menschen dann doch nicht. Also das sind sicher noch spannende Diskrepanzen da. Ich denke, das ist kein Handicap, sondern es ist genau da, wo wir sehr viel bieten können. Es ist nicht immer einfach, mit den Jugendlichen umzugehen, war nie so. Ich denke, wenn wir überlegen, was wir alles getan haben, dann waren wir auch nicht immer nur einfach. Aber es ist sicher so, dass sich vieles verändert hat. Und weil wir quasi wirklich diese Aktivität als unsere Hauptaktivität betreiben, weil wir ja rund 1000 Lehrlinge betreuen, haben wir natürlich sehr viel Erfahrung. Wir können auch, wenn in der Firma dann was auftritt, können wir sehr gut helfen. Jetzt wird ja immer gejammert hier, die heutigen Lehrlinge, die seien schwierig, die alten guten traditionellen Industrietugenden, die seien verloren gegangen. Welche Erfahrungen machen Sie hier? Erstens ist mal wichtig zu sagen, die alten Industrietugenden sind auch wichtig. Es gibt nämlich Leute, die sagen, ja, das ist alles nicht mehr wichtig, heute muss man nur noch irgendwo flexibel sein, sich selber verkaufen können, gehört dazu, aber reicht nicht. Die sind wichtig und wir stellen auf der einen Seite fest, es ist nicht so schlimm, wie es manchmal dargestellt wird. Und auf der anderen Seite stellen wir natürlich tatsächlich fest, die Motivationen sind anders, die Jugendlichen leben heute in einem anderen Umfeld. Unser Ansatz ist der, wir können und wollen sie nicht zurückbringen, da wo wir mal waren, sondern unser Ansatz ist der, wie müssen wir heute die Ausbildung gestalten, dass es für die heutigen Jugendlichen eben wieder interessant wird, Selbstverantwortung zu übernehmen, selber zu lernen, sich einzusetzen. Hilft hier vielleicht auch Ihre Idee, dass die Jugendlichen hierarchisch auf der gleichen Stufe sind oder mehrere von ihnen in einer Gruppe arbeiten und nicht ein Lehrling der Underdog ist in der Firma, der eine Woche lang Schrauben putzen muss?
Das hilft sehr, obwohl ich gestehen muss, ich höre auch hier und da wieder vom Unterstift und vom Oberstift. Und die, die das schon erlebt haben, wissen, was das heißt. Das ist nicht mehr zu vergleichen. Natürlich, man wird erwachsener, man hat Wissensvorsprung, wenn man in den Lehrjahren aufsteigt. Es ist aber tatsächlich so, dass eines der häufigsten positiven Punkte, die wir von den Lehrlingen selbst auch hören, es wurde auch im Video erwähnt, das ist nicht gestellt, ist, wir können mit Gleichaltrigen zusammen lernen und etwas unternehmen. Das wird extrem geschätzt. Jetzt heißt es auch immer wieder, die heutigen Jugendlichen, die seien zu schlecht ausgebildet. Die große Debatte, die aktuell läuft, die seien zu schlecht ausgebildet. Oder die andere Frage, haben heute die Unternehmen zu hohe Anforderungen? Sind zum Beispiel die Assessment-Tests der Firmen zu schwierig? Welche Erfahrungen haben Sie hier gemacht? Ich denke nicht, dass wir zu hohe Anforderungen haben, denn es ist ganz klar, am Ende der Lehre sollte jemand bereit sein, ins Berufsleben einzutreten. Wir sagen zwar, das beginnt schon früher, aber dann wirklich selbstständig nur eine Stelle zu finden, gut auszufüllen. Und da gibt es eben Anforderungen, um eine Stelle zu kriegen. Und die Anforderungen sind hoch. Es wird uns manchmal vorgeworfen, dass wir zu viel verlangen, aber es nützt ja nichts, wenn wir wenig verlangen und nachher sind die Jugendlichen nach abgeschlossener Ausbildung erfolglos, weil plötzlich die Anforderungen steigen. Also ich denke, die Anforderungen sind so, wie sie eben sein müssen in diesen Berufen. Es ist tatsächlich so, dass wir feststellen, dass die Schulabgänger nicht mehr mit denselben Kenntnissen kommen, wie das früher der Fall war. Es ist so, dass wir mehr auch ablehnen müssen, weil wir sagen, das wird in der Schule nicht reichen. Und sie müssen ja nach wie vor in der Berufsschule, das ist auch nicht einfach, da werden hohe Anforderungen gestellt. Oder es ist auch so, dass wir vermehrt dafür sorgen müssen, dass eben mangelnde Kenntnisse noch nachgearbeitet werden können. Diese ganze Lehrstellenthematik war ja auch aktuell ein Thema in den von Wattenwil-Gesprächen. Wenn Ihr Modell jetzt so vielversprechend ist und man sagen könnte, das wäre eine Lösung, wieso hat denn Ihr Vorbild nicht noch mehr Schule gemacht? Also ich denke, es hat schon sehr viel Schule gemacht. Es gibt diverse Ausbildungsverbünde, die nach unserem Modell modelliert sind. Es ist aber so, dass es noch nicht sehr bekannt ist. Fehlt das Vertrauen der Firmen auch? Ja, auf der einen Seite ist die Lehrlingsausbildung ist immer sehr emotional geprägt. Und Sie haben die Firmen, die sagen, für uns ist Lehrlingsausbildung wichtig, das tun wir, da engagieren wir uns. Da brauchen wir nicht irgendeinen, der das für uns macht. Es gibt viele andere Firmen, die können das nicht mehr, die wollen das nicht mehr. Ich habe so über meine Tätigkeit, hier habe ich etwa so lange Liste gesammelt, das ist so der Katalog der Gründe, wieso Firmen nicht ausbilden können. Also, die kennen Sie alle, von zu teuer, zu schlechte Jugendliche, wir sind gar nicht breit genug, was auch immer, wir können nicht langfristig denken. Und ich denke schon, dass unser... Ja, fragen Sie mal nach den Plänen für das übernächste Jahr heute in einer Firma, dann werden Sie das schon sehen. Unser Modell gibt auf viele von diesen Fragen gibt es Antworten. Und darum denke ich, dass das Modell auf jeden Fall einen Platz haben wird. Und wir sind sehr interessiert, das Modell auch weiter zu verbreiten. Wenn Sie jetzt langfristig planen wollen, im Gegensatz zu vielen anderen, denken Sie denn langfristig, hat das klassische Modell, ein Stift findet einen Herrn oder eine Firma, lässt sich ausbilden, besucht parallel die Gewerbeschule und wird dann irgendwann ins Berufsleben entlassen. Hat dieses Modell langfristig für Sie ausgedient? Ich denke, das wird es immer geben. Ich möchte auch nicht den Eindruck erwecken, wir können langfristig denken und die Firmen können es nicht. Es ist genau anders. Auch wir können nicht langfristig denken. Wir stellen heute Lehrlinge ein. Wir wissen, wie viele Lehrlinge am 1. August 2005 beginnen. Wir haben keine Ahnung, was die genau können müssen, wenn die noch 4 Jahre später fertig sind. Wir wissen nicht, wie der Arbeitsmarkt aussehen wird. Das heißt, wir haben genau dasselbe Problem. Wir wissen gar nicht, worauf wir die Lehrlinge vorbereiten müssen. Wir nennen das das Problem der Zukunft. Wir tun ja nichts anderes, als Jugendlichen zu einer Zukunft verhelfen. Aber wir haben keine Ahnung, wie diese Zukunft aussieht. Und der Ansatz ist eben der, eine möglichst breite Ausbildung und eine möglichst hohe Lernfähigkeit und auch das Bewusstsein, dass man immer lernen muss. Und dann denken wir, ist man am besten gerüstet.
gut. Übrigens hat Peter Sauber am Rande der Veranstaltung sein Interesse angemeldet. Er möchte sich das System anschauen. Vielleicht entschließt er sich dann auch, Lehrlinge auszubilden. Sehr gerne. Vielen Dank, Andreas Rieck. Dankeschön. Nein. Oh. Das war eine Regieanweisung, zu kurz gekommen. Ah, der Preis. Meine Damen und Herren, es wäre wahrscheinlich sehr unhöflich, einen Bundesrat einzuladen und ihm nur die Aufgabe zu überlassen, Preise zu überleihen. Ehre, wem Ehre gebührt. Es wäre im Falle von Bundesrat Christoph Blocher auch eine verpasste Chance, denn Bundesrat Blocher ist ja bekannt für seine doch scharfen, kritischen Gedanken und die möchten wir jetzt gerne hören. Ich bitte unseren Schlussredner, Bundesrat Christoph Blocher, auf die Bühne. Ihnen viel Vergnügen. Ja, sehr verehrte Preisträger, meine Damen und Herren, soeben haben wir Preise verliehen. Ich möchte gratulieren. Und ich habe eine innere Beziehung zu diesen Preisen. Ich habe das nicht gewusst, bevor ich kam, weil ich nicht wusste, wer Preisträger ist. Aber ich würde dem Award-Preisträger kann ich mitteilen, dass meine ehemalige Firma, jetzt bin ich ein Bundesrat, da bin ich. Da haben Sie mich, jetzt bin ich ein unternehmerischer Eunuch, nicht wahr? Aber von der habe ich gehört, dass Sie also nach dem Vorbild Ihrer Firma die Lehrlingsausbildung im Kanton Graubünden neu gestaltet hat. Wir haben selber immer viele Lehrlinge ausgebildet, etwa 130, das ist für unsere Firma relativ viel, fast 10% der dortigen Belegschaft. Und jetzt, wir haben viele Kleine, die das nicht können, weil sie das nicht haben. Jetzt machen wir das miteinander. Sie sehen, die sind also bereits Vorbild und Sie finden bereits Nachahmer und das ist das Schönste, was eine Firma erleben kann, dass andere einem nachahmen. Man hat es nicht immer gerne, aber schön ist es trotzdem. Nun, Preise werden verliehen für hervorragende Leistung und das Hervorragende, also ist das über den Durchschnitt hinausragende, macht das Wesen des Wettbewerbs aus. Und diese Stiftung, habe ich in den Unterlagen gesehen, die will das den Wettbewerb fördern. Und wer hervorragt, der hat den Wettbewerb gewonnen. Ich habe etwas Hemmungen, zu diesem Wettbewerb zu sprechen, weil alle sprechen heute vom Wettbewerb. Vor allem diejenigen, die dem Wettbewerb nicht ausgesetzt sind, sagen, man sollte mehr Wettbewerb haben. Und das ist die Zwiespältigkeit, denn niemand setzt sich nämlich gerne dem Wettbewerb aus. Da müssen wir uns klar sein, also auch gute Firmen haben nicht das Hauptbestreben, den Wettbewerber zu fördern, sondern er muss ihn ja besiegen oder übertrumpfen. Also Wettbewerb hat niemand gern. Vor allem in einer Gesellschaft, die vielleicht auch etwas verwöhnt ist. Wettbewerb heißt Konkurrenz. Das riecht nach Anstrengung, riecht nach Leistung, nach Innovationsdruck. Immer schauen, dass man vom Rivalen nicht überholt wird oder gar aus dem Rennen geworfen wird oder für Firmen, dass man, weil man im Wettbewerb nicht besteht, sogar untergeht und sterben muss. Das ist die eine Seite des Wettbewerbs und darum ist es begreiflich, dass man selbst nicht so gerne dem Wettbewerb ausgesetzt ist. Andererseits weiß jeder, wir brauchen Wettbewerb. Weil, wo Wettbewerb ist, da haben wir die beste Leistung, den besten Preis. Wir bekommen das, was wir wollen. Wir können auswählen. Also, wir haben nicht gerne Wettbewerb bei uns, aber wir haben Wettbewerb gerne beim anderen. Da profitieren wir. Und wir wissen heute, das ist jetzt eine große wirtschaftliche Betrachtung,
der ganze technische Fortschritt auf der Basis unserer Wettbewerbsgesellschaft bescherte uns ein Leben voller Vorzüge und Möglichkeiten wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Und weil wir aus dieser Fülle von Angeboten auswählen können, haben wir die Möglichkeit, das Bessere zu wählen und zu erwerben. Meine Damen und Herren, liebe Preisträger, Sie sind heute prämiert worden. Sie gehören zu den Exzellenzen. Das ist gut. Wer im Wettbewerb besteht, ist eine Exzellenz. Aber wir müssen hier einschränkend sagen, jede Preisverleihung verströmt immer auch einen Beigeschmack, denn eine Jury hat sie ausgewählt. Und jeder, und jetzt spreche ich hier, wird es ja viele auch im Saal haben, die nicht Preisträger sind und so gar nicht ausgezeichnet worden sind, wir fragen sich, ist diese Jury maßgebend für mein Unternehmen oder unsere Unternehmen? Und da muss ich sagen, die Unternehmen, die eben im freien Markt sind, die haben eine saumäßig harte Jury. Die ist viel härter als diese hochkarätige Jury. Das ist der Publikumspreis. Sie sind dem Publikumspreis ausgesetzt, nämlich den Kunden. Und die Kunden sind eine brutale Jury. Sie geben ihnen nicht einmal die Kriterien bekannt. Sie können ihnen auch noch eine große Schrift verlangen, was sie alles machen. Das interessiert den Kunden nicht. Entweder kauft er und zahlt er oder nicht. Und es sind freundliche Kunden, die ihnen sagen, warum sie nicht mehr kaufen. Und wenn sie es ihnen sagen, ist erst noch fraglich, ob das die wahren Gründe sind. Wenn sie anständige sind, sagen sie meistens die wahren Gründe nicht. Also, der Wettbewerb hat eine Jury und die ist außerordentlich hart. Und wer in die Wirtschaft geht, ins Unternehmen geht, weiß, dem habe ich mich auszusetzen. Und wer in diesem Umfeld erfolgreich ist, agiert, der hat ebenfalls einen Preis verdient. Und das sind alle Unternehmen, die erfolgreich sind. Die nicht erfolgreichen haben den Wettbewerb nicht aushalten können und darum können sie nicht bestehen. Alle Unternehmen und Mitarbeiter von Unternehmen, die sich jeden Tag erfolgreich dem freien Wettbewerb ausstellen, und das ist täglich ununterbrochen juriert, eben der Kunde. Täglich. Sie können nicht einmal eine Leistung erbringen, sondern Sie müssen jeden Tag diese Leistung erbringen. Ich will Ihnen nicht Angst machen vor der unternehmerischen Tätigkeit. Das ist etwas vom Schönsten, das es gibt. Aber Sie müssen nicht meinen, ich hätte in meinem, ich war immer dem Wettbewerb ausgesetzt. Sie müssen nicht meinen, ich hätte den Wettbewerb gesucht. Ich habe alles gemacht, um den Wettbewerb zu verdrängen. Mein Ziel war es immer, ein Monopolist zu werden. Allein sein? Ja, natürlich. Muss ich aber auf der anderen Seite sagen, das ist, weil wir Menschen eben ein bequemes Wesen sind. Wir hätten gerne Verdienst ohne Arbeit. Eben ein Monopolist, wo ich allein schalten und walten kann. Das wäre doch schön. Verdienst ohne Anstrengung. Schutz vor den rauen Winden. Wer setzt sich denn schon gern rauen Winden aus? Harmonie statt Auseinandersetzung. Das ist ein Modewort, oder? Harmonisch. Kennen Sie in allen Lebensbereichen. Ne? Harmonische Ehe, dabei ist ja das das Langweiligste, das es gibt. Leistungsdruck statt Gemütlichkeit, Herdfeuer und so weiter. Aber wir wissen es, eine Gesellschaft ohne Wettbewerb geht zugrunde. Das haben die Staatshandelsländer bewiesen. Vielleicht gut gemeint, kein Wettbewerb, kein Leistungsdruck, kein Kampf dem Schwachen, den Starken gegen den Schwachen und so weiter und sind gestrandet. Wenn Sie es genau anschauen,
ist eben eine Gesellschaft ohne Wettbewerb lebenswidrig. Das Leben besteht im Wettbewerb. Sie können schon im Kleinen sehen. Schauen Sie kleinen Kindern zu, wie sie Wettbewerb betreiben. Ich habe da kürzlich habe kleine Enkel jetzt da. Habe da eine dreijährige Enkelin gesehen, wie sie dem 11-monatigen Enkel ein Spielzeug weggerissen hat. Ha? Wettbewerb. Der Kleine kann noch nicht gehen, der kroch unverzüglich zu ihr, hat noch keine Zähne und versuchte sie ins Bein zu beißen. Sie merken, meine Frau hat sich geändert, dass ich daran Freude hatte. Hat viel mehr mit dem Leben zu tun, als man glaubt. Und man hat sich diesem Wettbewerb zu stellen. Was heißt Wettbewerb? Wettbewerb heißt, um zu bestehen, muss ich besser sein als andere auf meinem Gebiet. Und jetzt kommt das Tröstliche, das sage ich Ihnen als Unternehmer. Sie müssen gar nicht gut sein. Sie müssen nur besser sein. Oder sagen wir es noch einfacher, weniger schlecht als die anderen. Dann können Sie bestehen und gewinnen. Also mein Wettbewerbswitz, den ich jeweils erzählt habe in meinen Firmen, um meinen Leuten das bekannt zu machen, ist folgender. Das ist zwei, die gehen auf die Reise und gehen barfuß durch die Steppe mit dem Rucksack. Sie sitzen hin und essen Znüni. Auf einmal sieht einer einen Löwen. Etwa 100 Meter von ihnen weg einen Löwen auf sie zukommt. Da packt der andere den Rucksack aus und zieht die Turnschuhe an. Da fragt der andere, warum ziehst du die Turnschuhe an? Ja, damit ich schnell rennen kann. Da sagt er, aber du glaubst doch nicht, du seist mit den Turnschuhen schneller als der Löwe. Dann sagt er, muss ich auch nicht, ich muss schon schneller sein als du. Das ist das Wesen des Wettbewerbs. Schneller sein als der Konkurrent. Ob ich absolut schnell bin, das spielt jetzt in diesem Fall keine Rolle. Bessere Qualität, besserer Preis, besserer Service, das ist, da muss ich bestehen können. Es ist manchmal auch schwer zu sagen, wo das liegt. Die Kunst ist, die Stärke herauszufinden und in meinen starken Positionen stark zu werden. Ich habe aus meiner unternehmerischen Tätigkeit ein lustiges Erlebnis, wo ich den Wettbewerb gewonnen habe mit etwas, das ich gar nicht wusste, dass man damit Wettbewerb gewinnen kann. Ich habe mich zusammen mit einer anderen renommierten Firma als Kunde beworben bei einer großen japanischen Firma. Und mit dieser japanischen Firma haben wir an einem anderen Ort eine Rohstoffproduktion in Japan aufgebaut. Und ich habe gemerkt, dass der Präsident meines japanischen Partners mich nicht mag, weil ich zu jung war. In Asien sind die Präsidenten von Firmen alte Menschen, alles Weißhaarige. Er war gegen die 80, ich war damals gut 40. Und man hat mir in Japan schon gesagt, er sei etwas enttäuscht, dass da so ein Junge kommt. Ich habe gesagt, das kann ich nicht ändern. Weil die andere Firma, die sich auch bewarb als Kunde, die hatte einen grauhaarigen Präsidenten. Also heute wäre ich auch wettbewerbsfähig. Aber dann bei dieser Inauguration, das ist also, wir würden dem sagen, ein Spatenstich, nicht wahr, wo man den Grundstein legt für die Fabrik, da bin ich auch hingereist und da musste ich als Präsident meiner Firma und der Japaner, der Alte, der japanischen Firma, mussten hier teilnehmen. Die schaffen nicht mit Spatenstichen, sondern sie arbeiten mit Hacken. Man macht einen großen Sandberg und jeder hackt dann da in diesen Berg rein als Symbol. Da sind Priester, die das Ganze segnen mit ihren Wedeln und so weiter. War eine hochfeierliche Angelegenheit. Extra Zelt,
etwa 2.000-3.000 Japaner. Die Japaner sind ja hervorragend in der Vorbereitung von Dingen. Da können wir nur lernen. Da wird alles vorbereitet bis ins letzte Detail. Aber sie sind nicht so gut in der Improvisation. Aber in der Vorbereitung sind sie gut. Alles vorbereitet. Da musste ich also neben diesem alten, ehrwürdigen Präsidenten, als junger Schnaufer, gut 40, da an diesen Sandhaufen. Und dann haben wir in den Sandhaufen gehackt. Plötzlich fiel dem japanischen Präsidenten seine Hacke vom Stiel. Das Zelt ist der Start. Oh, haben die Japaner geschrien. Keiner wusste, was tun, das war ja nicht vorgesehen. Und dann habe ich, ohne dass ich überlegt habe, ich bin ja ehemaliger Bauer, das ist mir bekannt, dass Hacken nicht immer am Stiel sind, habe ich den Präsidenten den Stiel genommen und die Hacke und habe die Hacke geflickt hier auf dem Boden. Und das war ein so erleichterndes Gefühl in diesem Zelt. Und ich habe sie dem Präsidenten wieder überreicht. Und von da an habe ich den Konkurrenzkampf gewonnen. Weil er hat das als Zeichen außerordentlicher Flexibilität angeschaut. Was also nicht der Fall war, ich muss Ihnen das sagen. Ich habe auch nicht überlegt, ich habe nachher gesagt, das war vielleicht auch etwas unanständig. Aber Sie sehen, besser sein. Das konnte die andere Firma mit dem Grauhaarigen. Die hatte keinen Präsidenten, der eine Hacke flicken könnte. So. Ich will Ihnen nur zeigen, wie wenig es manchmal braucht, auch um einen Konkurrenzkampf zu gewinnen. Wir müssen besser sein und schauen, was will der Kunde denn Besseres haben von uns. Und da braucht man eben auch das Gefühl. Aber es ist auch das Tröstliche, weil jeder hat eine Stärke, die er ausspielen kann. Und darum muss man nicht so wahnsinnig Angst haben vor dem Wettbewerb. Etwas gesundes Selbstvertrauen ist manchmal außerordentlich wichtig. Sie haben ja die Preise bekommen, weil Sie hervorragende Unternehmen sind. Das ist gut, das ist eine gute Grundlage. Aber es genügt dann immer noch nicht. Sie müssen besser sein als die anderen. Selbst sozialistische Systeme haben gemerkt im Laufe der Zeit, dass es Wettbewerb gibt. Und der Staat hat sich dann eingebildet, er könnte den Wettbewerb pflegen. Das hören Sie heute auch in der Politik. Der Staat solle den Wettbewerb regulieren. Das ist ja der größte Stumpfsinn, nicht wahr? Wenn Sie dann regulieren, dann ist das ganz schlimm. Regulieren ist das Gegenteil. Ich habe in den 80er Jahren, noch bevor die Mauer gefallen ist, kurz vorher, habe ich die DDR besucht und dort mir einen metallverarbeitenden Betrieb angeschaut, der ausgezeichnet wurde durch das DDR-System, durch die Regierung, als ein guter, vorbildlicher Betrieb mit der höchsten Produktivität. Der hat unter anderem Wassergelten hergestellt. Da habe ich den besucht, wie es geht. Ja, er sei ausgezeichnet worden. Dann hat er mich in ein Lager geführt. Das Lager voll bis an das Dach hinauf, voll Wassergelten, das er produziert hat. Aber er sagt, ich kann es nicht verkaufen. Habe ich gesagt, warum können Sie es nicht verkaufen? Die Gelten sind zu groß. Jede Gelte 150 Liter. Kann einer gar nicht tragen und zwei fast nicht. Habe ich gesagt, warum haben Sie dann so große Gelten produziert? Da hat der Staat hat früher gesagt, wir prämieren die Firmen nach Stückzahlen. Dann haben alle ganz kleine Dinge produziert, damit sie viel Stückzahlen haben. Dann haben sie gesagt, das geht nicht. Wir geben die Preise nach Gewicht. Dann hat der Geldenhersteller gesagt, da muss ich große machen, das gibt viel Gewicht. Und Sie sehen, wie gefährlich das ist, wenn man hier glaubt, vom Staat her zu sagen, was gut oder schlecht ist. Die können Kriterien bringen, wie sie wollen, sie sind falsch. Der Kunde ist ein anderer. Was ist das Gradmesser des Wettbewerbs bei einem Unternehmen? Das ist der Gewinn. Darum müssen wir den Gewinn wieder loben, gesellschaftlich. Der Gewinn hat, meine ich, keinen Selbstzweck. Aber er ist der Gradmesser für die Wettbewerbsfähigkeit. Firmen,
die während Jahren gute Gewinne erzielen, haben Produkte, die im Wettbewerb bestehen, sonst wäre es nicht möglich. Das muss man wieder lernen. Dann bekommt auch die Gesellschaft wieder Freude am Gewinn und es muss sich niemand schämen für den Gewinn. Der Gewinn als Gradmesser für den Unternehmenserfolg und für die Wettbewerbsfähigkeit, der ist die Garantie, um zu überleben. Ich weiß, was Sie denken. Ja, es gibt auch Jahre ohne Gewinn und so weiter. Lassen wir das alles. Falls Sie aus Unternehmen kommen, wo Sie gewisse Gebiete haben und zu breit sind und Sie Produkte haben, die keinen Gewinn bringen, das ist einfach, das zu lösen. Sie müssen das Produkt nur streichen. Streichen müssen Sie es. Das ist ein Produkt, das nicht mehr gewinnfähig ist. Dass Sie besser sein müssen als die Konkurrenz, zeigt auch Folgendes. Sie können ein ganz gutes Produkt haben und kein Gewinn. Weil der Kunde will das gute Produkt nichts. Das ist dann das Schlimme. Wenn man erlebt im eigenen Unternehmen, in einem Produktionsbereich, die haben gesagt, wir haben ein super Produkt. Alle rühmen das Produkt mit solchen Eigenschaften, das hat gar niemand. Aber wir haben einfach keinen Gewinn. Sag ich, warum denn? Ja, die kaufen es trotzdem nicht. Habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich sind wir der einzige Dummkopf, darum sind wir allein mit diesem Produkt. Oder Sie haben ein so gutes Produkt, dass der Kunde gar nicht so gute Produkte will. Er will vielleicht ein schlechteres. Sie sehen, wie gefährlich es ist, wenn man dann wissenschaftlich, qualitätsmäßig schaut, was ist das gute Produkt. Ich muss nicht ein gutes haben. Es muss besser sein als der andere. Und der Kunde bestimmt das. Das nützt ja nur, wenn der Kunde das Produkt kennt. Jetzt sind wir im Bereich der Werbung und so weiter und so fort, nicht wahr? Vielleicht muss es nicht einmal ein gutes Produkt sein, sondern der Kunde muss es vielleicht auch nur meinen, es sei ein gutes Produkt. Ist auch noch möglich. Ja, ich möchte hier nur in die Vielfalt hineingehen und Ihnen sagen, wie kompliziert die Sache ist, aber auch wieder wie einfach und wie tröstlich. Denn es ist ja alles praktisch. Es ist eine Tatsache, wer vom realistischen Menschenbild ausgeht, nehmen wir uns selbst nicht aus, der Mensch braucht Druck. Sonst hält er dem Wettbewerb nicht stand. Zweitens, wenn man sich daran gewöhnt, dass Leistung, Arbeit, Überwindung, Auseinandersetzung zum Leben gehört, wird es auch nicht mehr so schlimm, dann trägt man das. Und die Firmen, die heute da gewesen sind und die da den Preis bekommen haben, habe ich ja den Applaus gesehen ihrer Mitarbeiter. Die bekommen Freude, dass sie jeden Tag so kämpfen müssen, damit sie bestehen. Ja, natürlich, sonst hätten sie da gesagt, wir danken ihnen auch für ihre Leistung, für das, was sie im Jahr gebracht haben. Aber sie müssen ja nirgends sich aus dem Kampf aussetzen. Hätten sie vielleicht auch etwas geklatscht, aber nicht mit dieser Begeisterung. Nun, meine Damen und Herren, weil alle gerne eine florierende Wirtschaft haben, ist es immer wieder notwendig zu sagen, eine florierende Wirtschaft besteht dort, wo ein Wettbewerbsklima ist und wo man diejenigen, die besser sein müssen, eben auch lässt, besser zu sein. Sie hören oft im Staat, nicht wahr? Oh, Sie müssen Parlamentsdebatten hören, nicht wahr? Helfen muss man den Unternehmen, fördern muss man die Unternehmen. Wir müssen harmonisieren, Chancengleichheit, Konsens. Das ist alles das Gegenteil von dem, was man machen muss. Das ist die Freude am Helfen, damit der andere weniger Anstrengung hat. Fördern, damit es der andere nicht machen muss. Unternehmen, Wettbewerb lebt vom Gegenteil. Müssen Sie noch aufpassen, fördern im politischen Sinn heißt meistens, ihnen etwas geben, damit man ihnen auch sagen kann, was sie zu tun haben.
Das ist etwas gefährlich, oder? Ist ja begreiflich, wenn man schon etwas gibt, wie man auch kontrollieren und damit auch beherrschen. Die Aufgabe des Staates ist, die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern, aber nicht das Unternehmen. Und Wettbewerbsfähigkeit fördert man, indem diejenigen in den Unternehmen Freiraum haben. Das kann der Staat geben, indem er sie nicht zu viel reguliert, indem sie nicht von morgen bis zum Abend Formulare ausfüllen müssen für irgendetwas Teufels. Indem dass man ihnen nicht, wenn sie gut gearbeitet haben und den Gewinn als Gradmesser nicht zu viel wegnimmt, nicht zu hohe Gebühren und Abgaben hat. Das ist die große Herausforderung für den Staat. Sich zurückziehen, nicht sich einzumischen. Und da haben wir in den letzten Jahren stark gesündigt. In guten Jahren sündigt der Staat, weil er viel Geld hat, kann er auch viel machen. Das ist das Dumme. Wer viel macht, kann auch viel Dummes machen. Und wer kein Geld hat, kann nicht viel Dummes machen. Darum muss man nicht zu viel Geld geben. Meine Damen und Herren, ich glaube, die Sache ist ernst. Es wird heute festgestellt, volkswirtschaftlich, die Schweiz hat ein kleines Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig stellen wir fest, dass in den letzten 20 Jahren die Schweiz einen... Jetzt ist der Preis noch umgefallen. Ja, ich hole ihn nicht. Weil der Staat in den letzten 20 Jahren Steuern, Abgaben und Gebühren mehr erhöht hat als alle anderen Länder der Welt. War doch unsere Tugend. Sie werden sagen, ja, wir sind noch nicht auf dem höchsten Level. Nein, das stimmt. Wir sind bereits überholt von Amerika, wir sind überholt von Japan. Wir müssen eine Trendwende einleiten. Aber das Klima ist noch nicht gegeben. Ist noch nicht gegeben. Aber das ist wichtig. Damit möglichst viele frei im Raum sich bewegen können, und möglichst viele an den Preisausschreibungen den Festpreis machen können, weil sie im Markt bestehen und weil sie das Bessere tun können. Ich möchte auch trösten für diejenigen, sie sind ja auch für KMUs da, die anfangen, das ist ja immer schwierig, zu sagen, ja, wir haben kein Geld. Ich weiß nicht, ob für den Erfolg das Geld das Wichtigste ist. Ich habe in meiner unternehmerischen Karriere, habe ich auch bei Null begonnen, erlebt, wir waren nie so kreativ, wie als wir kein Geld hatten. Es war ganz verrückt. Da hatten wir viele gute Gewinne, aber wir brachten einfach diese Kreativität nicht hin. Ich habe es dann versucht zu lösen, indem ich den Tochtergesellschaften, das war dann eine Gruppe, immer das Geld sofort weggenommen habe. Immer alles Geld weggenommen habe. Und gesagt, sonst macht ihr etwas Dummes. Habe dann einmal gesagt, jetzt muss ich nur schauen, dass noch einer schaut, dass ich nichts Dummes mache, oder? Da ist ja dann die andere Gefahr. Um die Wettbewerbsfähigkeit, den kreativen Geist zu erzeugen. Aber ist auch der Trost für die Beginn. Es ist übrigens auch volkswirtschaftlich so. Schauen Sie mal Deutschland an. Deutschland war doch nie so kreativ wie gerade nach dem Krieg. Ohne Geld, in Schutt und Asche. Keiner hatte mehr etwas. Das waren viel die kreativeren Jahre als zum Beispiel in den letzten 20 Jahren. Jetzt haben sie eine Abwendung der sozialistischen Errungenschaften. Das ist nämlich das Programm, das man jetzt macht. Man kommt nicht mehr weiter. Sie sehen, also kein Geld ist nicht so schlimm. Besser sein als die anderen für die Kleinen. Schauen Sie, die Kleinen haben Stärken. Sie sind nicht groß. Und die Großen haben große Schwächen. Sie sind groß. Sie sind schwerfällig. Sie haben den Überblick nicht. Sie Kleinen können mit den Mitarbeitern etwas entwickeln. Sie sind viel näher drauf. Sie sind schneller beim Kunden, schneller bei den Zahlen. Sie können schneller reagieren. Natürlich können Sie auch als kleines Unternehmen noch wie ein großer sich gebärden. Dann ist auch falsch, oder? Aber
Wenn Sie diese Stärken ausspielen, haben Sie vielleicht weniger Geld, weniger Marktzutritt, aber Sie haben diese Schwächen, die die Großen haben nicht, und die müssen Sie ausnützen. Nun habe ich ja mit Freude gesehen in Ihrem Sponsorenregister der heutigen Veranstaltung, dass Sie hier auch Leute aus dem, sagen wir mal, Service Public haben. Also alles ist Service Public, Sie auch. Das ist alle, die etwas tun, der der Öffentlichkeit profitiert, ist ja auch ein Service Public. Aber dass Sie hier Unternehmen haben, die in gewissen Bereichen auch staatlicher Monopolist ist, die SUVA. Ich kenne die gut, weil ich mit meinem Unternehmen zu den SUVA-Betrieben gehört. Die müssen also dort angeschlossen sein. Und wenn man mich fragt, ist die Leistung gut, sagte ich immer ja, aber ich weiß es nicht. Ich bin nur zufrieden, weil es kein besserer hat. Ja, Sie sehen, ich weiß, als Kunde kann ich nicht einmal das beurteilen. Die Swisscom hat ja eine Liberalisierung durchgemacht, die ehemalige PTT, aber sie gehört immer noch zur Mehrheit im Staat. Es freut mich, dass sich die für den Wettbewerb einsetzen, das ist gut. Aber man müsste hier ganz ehrlich die Frage stellen, sollten wir sie nicht in dem Heim nachlassen? Erinnern Sie sich doch noch an die alte, gute PTT, zuständig für Post und Telekommunikation. Wer einen Telefonapparat wollte, nicht wahr? Der hat da so ein schönes graues Modell mit runder Wählscheibe bekommen. Und er bezahlte dafür viel Miete, nicht wahr? Noch einen stolzen Preis. Ich erinnere mich noch, aus jenen Jahren hat mich mal ein Freund in ein Hinterzimmer genommen und hat gesagt, dieses Telefon habe ich in Italien gekauft. Hey, sollst du schon mal den Preis schauen? Aber ist verboten. Vergangene Zeiten. Dank Liberalisierung und Wettbewerb. Die neuesten Studien zeigen, dass seit wir liberalisiert haben, und das war noch in den billigen 78er Jahren, die Telefongebühren heute 40% tiefer sind. Sie sehen, was das ausmacht für den Konsumenten. Man zahlte noch 1978 9,60 Franken für ein Telefongespräch nach USA, wohlverstanden pro Minute, 69. Heute telefonieren Sie am Wochenende für 10 Rappen pro Minute in die Vereinigten Staaten. Merken Sie, was das bringt? Es ist ein Druck erzeugt worden. In dieser Freitag, wir haben profitiert. Ich wäre zwar heute manchmal froh, es würde noch 9,60 Franken kosten, weil ich habe eine Tochter in den letzten Jahren gehabt, die hat immer nach USA so lange angerufen. Und da habe ich gesagt, ich muss das Telefon haben, aber sie hat gesagt, die Minute kostet ja nur 10 Rappen. Mit der Liberalisierung kam der Wettbewerb und mit dem Wettbewerb kamen bessere Produkte und günstige Tarife. Meine Damen und Herren, wenn das der Wert des Wettbewerbs ist, ist der Staat aufgerufen, eben eine Wende zu machen. Wir haben kein Wirtschaftswachstum mehr oder ein zu kleines, weil der Staat in den letzten 20 Jahren überbordet ist. Das haben wir zu sagen. Jetzt gibt es neueste Studien aus wirtschaftlichen Kreisen, die sagen, man müsse den Föderalismus schwächen, die Kantone abschaffen. Nein, stärken müssen sie das. Die brauchen Wettbewerb, die Kantone sollen Wettbewerb haben. Ich war in der Schweiz in mehreren Kantonen unternehmerisch tätig. Ich war froh, wenn ich dem einen Kanton sagen kann, du, beim anderen geht dann die Baubewilligung 3 Wochen und bei dir 3 Monate. Etwas ist falsch. Nicht wahr? Auch die müssen sich am besseren orientieren können. Alle wollen Harmonisierung der Steuern. Nein, machen Sie das nicht. Klar zahlen nachher alle gleich viel, aber alle zusammen mehr. Das will man harmonisieren, damit keiner mehr tiefere Steuersätze hat. Das ist für Regierung kompliziert. Nein, mehr Föderalismus, mehr Wettbewerb, auch im staatlichen Bereich. Und die gleiche, wir müssen auch den Mut und die Bereitschaft haben, einen gesellschaftlichen Wert wieder einzuführen. Leute, die belohnen, die Mut haben, etwas zu machen, Risiko einzugehen, Verantwortung tragen, Erfolg selbst erzeugen wollen, Durchsetzungsvermögen haben. Freiheit muss
wieder Trumpf werden. Das haben wir in den letzten Jahren verloren. Da haben wir noch viel zu arbeiten. Weil das Klima ist, das ich jetzt im Bundesrat bin, sehe natürlich in die Bundesverwaltung und die Politik noch viel besser. Das ist noch weit weg davon, weit weg davon. Da sind noch Riesenschritte. Und wir sollten nicht warten, bis Armut, bis Niedergang, bis Konkurrenzlosigkeit so da ist, dass wir keine andere Möglichkeit haben. Dann wird der Schmerz riesig. Und darum freut es mich, dass Sie hier unter dem Namen des freien Wettbewerbs beieinander sind. Freiheit. Präsident Bush hat in seiner Rede da, als er zum Amt eingesetzt wurde, 28 Mal das Wort Freiheit gebraucht. In einer 20-minütigen Rede ist das noch guter Wert. Müssen mal schauen, bei schweizerischen Politikern kommt das Wort in diesem Land, Hort der Freiheit, kaum mehr vor. Muss ja nicht gerade so missionarisch sein, dass man 28, aber so zwischen 0 und 28 wäre also schon einmal ein Wert, das zu brauchen. Und darum sollten wir diese Werte haben. Wir müssen auch eine Umkehr machen. Ein Unternehmer, der Geld verdient, der Gewinne macht, der ist moralisch mindestens so hochstehend wie ein Sozialarbeiter. Der bewirkt Soziales in einem Land Riesiges und viel. Da müssen wir die Werte wieder hervorbringen. Das ist das. Und wir selbst müssen dazu stehen und sich nicht noch entschuldigen, wir seien für die Wirtschaft und die Gewinne. Nein, tragen Sie den Kopf hoch. Wer seinen Mitmenschen nicht zu dienen in der Lage ist, und das ist nämlich der Unternehmer, der dient nämlich seinen Mitmenschen, indem er eben ein Produkt kreativ erzeugt, das man verkaufen kann, gibt Arbeitsplätze, gibt Forschung, die Entwicklung, gibt Investitionen. Wenn er dazu nicht mehr in der Lage ist, will er die anderen Menschen beherrschen. Und das wollen wir nicht. Meine Damen und Herren, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, den Preisträgern, aber auch allen anderen hier vertretenen Unternehmen, viel Freiheit. Ich wünsche Ihnen viel weniger staatliche Eingriffe. Ich kämpfe dafür, aber Sie merken es ja kaum. Tiefe staatliche Ausgaben, viel Eigenverantwortung und Eigeninitiative, die Sie dazu bringen, den Kampf im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Und dann wird Ihnen der Publikumspreis sicher sein. Und den wünsche ich Ihnen allen in der Form eines anständigen Unternehmensgewinns als Messlatte Ihrer Wettbewerbsfähigkeit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von Herzen, dass Sie diese Auseinandersetzung bestehen. Ich bin zuversichtlich. Ich danke Ihnen. Herr Bundesrat Blocher, ein Unterschied zwischen Bush und Ihnen. Bush hat ja während der Rede all jene, die gegen ihn demonstriert haben, abführen lassen. So viel zur Freiheit. Ich habe angenommen, Sie nehmen die Freiheit schon ein bisschen wörtlicher als er. Ja, es ist so, ich habe niemanden abführen lassen, aber es war auch keiner da. Sie haben am Schluss gesagt, Sie wollen nicht warten, bis es zu Armut kommt. Zum Thema ein Hauptproblem der Schweiz haben Sie unlängst gesagt, dass wir und auch andere europäischen Staaten über den Verhältnissen leben. Wünschen Sie uns vielleicht doch eine Krise, damit der Wettbewerb wieder kommt? Oder was wäre die Lösung, damit es vorwärts geht? Ich wünsche keine Krise. Ich befürchte, dass es eine Krise gibt und wir nicht vorher die Wende machen. Das ist das Problem. Krise heißt ja Umbruch, nicht wahr? Das ist ja ein griechisches Wort, heißt Umbruch. Und ich bin der Meinung, wir haben doch so viele auch geschichtliche Erkenntnisse und gute Erfahrungen mit der Freiheit, dass wir es vorher machen sollten. Aber es ist einfach noch nicht tragfähig. Und es ist so, weil eben Wettbewerb und Auseinandersetzung und ohne staatliche Hilfe zu existieren, ist eben mühsam.
Sie sagen ja als Politiker, Sie seien auch gar nicht gedrängt. Sie spüren auch gar keinen Druck von Seiten der Wirtschaft. Ist das auch eine Kritik an die Interessensverbände, da mehr zu tun? Ja, da habe ich in den letzten Monaten enorm diese kritisiert, weil ich gesagt habe, Sie sind doch die Interessenvertreter der Wirtschaft. Sie müssten uns Politiker so im Nacken hocken, dass wir euch wie lästige Fliegen wegscheuchen müssten. Aber ich merke gar nichts. Ich merke nichts. Sie müssen Ihre Interessen vertreten. Die Wirtschaft, die Bevölkerung glaubt nämlich noch an die Stimme der Wirtschaft. Aber gibt es diese Stimme überhaupt? Jetzt haben wir ja zum Beispiel ein Wirtschaftskomitee, Personenfreizügigkeit ja, Schengen nein. Viele Unternehmen sind aber für zweimal ja. Es geht mir hier nicht um die Debatte Schengen, sondern als Symptom, dass die Wirtschaft in der Schweiz nicht mit einer Stimme spricht. Ja, wissen Sie, das ist tatsächlich unverständlich. Es gibt ja gewisse Vorlagen. Also Schengen hat nichts zu tun mit der Wirtschaft, oder? Dass da der eine dafür und der andere dagegen ist, das ist nicht so schlimm. Aber spricht die Wirtschaft aber es für Sie eindeutig? Es gibt Dinge, wo die Wirtschaft kämpfen müsste. Nämlich bei den Ausgaben, bei den Steuern, bei den Abgaben, Gebühren, bei der Regulierung. Da muss sie viel härter kämpfen. Das ist eine solche Macht in Bern. Und wir können ja dann immer noch Kompromisse machen. Aber wenn die schon mit Kompromissen kommen, sagen die anderen, ja, die haben es ja schon gesagt. Sie sehen also in der Ordnungspolitik, und man muss aufpassen, dass Wirtschaftspolitik ist nicht, wenn einzelne Unternehmen kommen und die hohle Hand machen und Geld für sich holen. Und dann sagt man, ja, wir sind gut in der Wirtschaft, wir unterstützen ein Unternehmen. Das ist wirtschaftsfeindlich. Das ist ein egoistischer Nutzen einer Firma. Aber in der Ordnungspolitik müssen wir viel mehr machen. Das ist auch für die große Schar der kleinen, mittleren Unternehmen. Sie haben ja diesbezüglich im Bundesrat einen Vorschlag gemacht und haben gesagt, man solle die Gewinnsteuer für Unternehmen abschaffen und ihnen so 5 Milliarden Franken schenken. Und Sie sind kritisiert worden dafür. Wäre das wirklich die Lösung? Ja, sehen Sie, Ihre Fragestellung zeigt schon, wie Sie verseucht sind. Nein. Ja. Nein. Wenn ich sage, die Leute sollen weniger Steuern zahlen, kommt eine Frage, Sie sind in guter Gesellschaft. Sie könnten in den Bundesrat. Genau. Sagt eine Fragestellerin, Sie schenken 5 Milliarden. Wenn Sie etwas nicht mehr wegnehmen, schenken Sie schon. Also, ich habe jetzt etwas überzogen. Genau, Bundesratkollege Merz hat ja auch gesagt, es sei fast zu viel des Guten, weil das Niveau jetzt schon zu tief ist. Ja gut, da müssen Sie mit ihm besprechen. Aber wichtig ist, und ich kann es ausbringen, weil die Diskretion alles ausgebracht hat, nicht wahr? An sich hätte ich nicht, was ich eingebracht habe. Aber es ist richtig, ich habe gesagt, jetzt sollten wir die Unternehmenssteuern für die Unternehmen abschaffen. Das sind nur 9% des Steuereinkommens. Wenn Sie wüssten, was das für einen Sog in die Schweiz gäbe, für Arbeitsplätze, Unternehmen, ein Land, das keine Unternehmenssteuern hat, der den Unternehmen die Gewinne lässt zum Investieren. Sie, das haben Sie in ein paar Jahren längstens drin. Natürlich gibt es am Anfang ein Loch da mit diesen 5 Milliarden. Wir können übrigens noch viel sparen in Bern. Ne? Das kann ich jetzt sagen. Ne? Ja, nein. Und dieses Loch wäre schnell auch wieder da. Wir Unternehmen haben doch oft investieren müssen und konnten es eigentlich nicht. Mussten uns auch verschulden. Aber nur verschulden. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir wussten, es kommt zurück. Und das käme zurück, da bin ich überzeugt. Aber Sie müssen keine Angst haben. Weiterhin werden die Unternehmen, wird Ihnen die 5 Milliarden weggenommen. Weil es eben sehr kompliziert ist in Bundesbern, das haben wir heute Morgen übrigens in einem Referat von David Bosshardt gehört. Er hat gesagt, die heutigen politischen Probleme seien so kompliziert, dass sie de facto gar nicht mehr lösbar seien. Man müsse sie emotional anpacken. Er hat sie als gutes Beispiel ins Feld geführt. Meine Frage. Ich werde es dem Bundesrat mitteilen. Ich hätte mir nie erlaubt, Sie einen unternehmerischen Eunuchen zu nennen. Das sind aber Ihre Worte, deshalb nehme ich Sie auf. Trauen Sie manchmal diese Zeit nach, wo Sie eben diese Probleme wie einen Manager anpacken konnten und Sie das jetzt nicht mehr können? Ja, natürlich. Ich meine, da ist klar, der unternehmerische Handeln, und ich war ja in dieser Firma auch der Mehrheitsaktionär, also ich konnte auch als Besitzer handeln, konnte entscheiden, musste aber auch die Verantwortung allein tragen. Die Verwaltung ist natürlich kompliziert, ist klar. Und Sie haben alles, was Sie machen wollen,
müssen sie bei jemandem beantragen, einem Gremium, und dann wird es wieder besprochen. Also diese Mühsal ist natürlich, wenn man etwas Emotionen hat, auch nicht immer einfach. Aber ich glaube, das darf ich auch sagen, wir könnten relativ viel machen, wenn wir wollen. Es ist also nicht so, dass das System so kompliziert ist. Wir könnten sie ändern, über den Haufen werfen. Wir müssen mit großen Schritten vorangehen, nicht etwas klein schräubeln immer da und sagen, ja, da könnten wir noch 0,1% Kosten senken und so weiter. Sie wissen das in Ihren Betrieben, wenn Sie da reinrufen, spart einmal endlich, da spart niemand. Aber wenn Sie dann sagen, jetzt müssen wir 10% runter, dann sitzen Sie an den Tisch. Was gibt es für Möglichkeiten und gehen Sie runter? Und dieser Druck ist das in Bern noch relativ gering, oder? Deshalb probieren Sie jetzt den Wettbewerbsgeist Ihren Enkelkindern beizubringen. Wir wünschen Ihnen viel Glück dabei. Ja, gut, danke. Dankeschön. So, wir müssen langsam Schluss machen. Ich sehe schon, die ersten Herren verlassen ungeduldig den Saal. Ist verständlich, wir sind ein bisschen über der Zeit. Ich möchte nur ganz kurz Zusammenfassungen, Trend und Tradition. Was haben wir gehört? David Bossart hat von der Zivilisation gesprochen. Das heißt, nur derjenige gewinnt, der es schafft, sich in diesen ganzen Angeboten zurechtzufinden. Er hat gesagt, no business without show business. Ein bisschen Inszenierung gehört heute zum guten Geschäft. Und er hat Sie oder die Mehrheit von Ihnen gewarnt, Sie würden bald nur noch das Luxusaccessoire der Frauen sein. Wir haben dann Dieter Brandes gehört, der gesagt hat, man müsse wieder einfacher denken, klarer denken, reduzieren. Wenn etwas nach Quatsch klingt, dann sei es vermutlich auch Quatsch. Und er hat gesagt, ein Unternehmen müsse eine Frage beantworten können, und zwar, wieso will der Kunde in meinem Laden oder von meinem Geschäft etwas einkaufen oder kaufen. Wir haben Reinhold Wirth bei uns gehabt, der gegen die Computerei gesprochen hat und gesagt, es brauche eine Unternehmenskultur, die auch auf Lob, auf Dank an die Mitarbeiter basiert. Und er hat gesagt, dass in einem globalisierten Umfeld jede Firma eine gewisse Wurzel, eine Tradition braucht, sei es auch nur der Standort. Dann haben wir bei uns gehabt Peter Sauber, der vor zu viel Risiko gewarnt hat und gesagt hat, es mache ihm Spaß, das Unmögliche möglich zu machen, der auch gesagt hat, seine ganze Erfolgsgeschichte sei eigentlich nur die Summe verschiedener Niederlagen. Hinter der Kulisse ist dann Dieter Brandes auf Peter Sauber zugekommen und hat das mit einem philosophischen Bonmot zusammengefasst. Wir müssen uns voranirren. Er hat das irgendwo aufgeschnappt und Peter Sauber mitgegeben. Ja, was machen wir damit, meine Damen und Herren? Sie nehmen jene Trends, die Sie interessieren, die Sie inspirieren, mit nach Hause. Die anderen lassen Sie auf die Seite und vergessen Sie wieder, denn ich glaube, Eklektizismus ist auch einer der Trends der heutigen Zeit, dass man sich ein bisschen das herausnimmt, was einem am meisten bringt. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, für die Geduld.